da seid ihr ja. Kommt rein, ich führe euch ein bisschen herum. Hier im IDEA-Zentrum erforschen wir, wie Kinder lernen. Was passiert dabei in unserem Gehirn? Wie können Schule und Unterricht so gestaltet werden, dass sich alle in Schule und Kita wohlfühlen und ein gutes Lernklima entsteht? Was können Lehrerinnen und Lehrer tun, um jedes Kind bestmöglich zu unterstützen? Wie sieht eine Kita aus, die Lernen spielerisch vorbereitet und fördert? Kommt mit! Beim sogenannten Eye-Tracking können wir messen, wie lange du auf eine Stelle in einem Bild oder in einem Text schaust. Das zeigt uns, was für dich interessant ist oder wo du beim Lernen Probleme hast. Dadurch konnten wir feststellen, dass Kinder sich neue Informationen besser merken können, wenn sie damit nicht gerechnet hätten. Aber es gibt noch viel mehr zu sehen. Kommt, lasst uns weiterschauen. Beim Lernen passiert vieles in unserem Gehirn. Was genau können wir von außen nicht sehen? Es gibt aber Möglichkeiten, in das Gehirn hineinzuschauen und es beim Denken zu beobachten. In diesem Raum haben wir ein EEG-Gerät. Damit können wir die Aktivität des Gehirns messen. Wie fühlt sich das an? Tut das weh? Das tut gar nicht weh. Man muss den Kopf ganz ruhig halten und man kann den Kopf hier ablegen. Das Gehirn kann Gehirnströme aussenden. Die Forscher sehen die als Linien auf dem Bildschirm. Das Kind löst Aufgaben. Je nachdem, wie die Wellen aussehen, können wir erkennen, ob das Kind sich besonders anstrengen muss oder etwas besonders gut kann. Kommt, wir gehen weiter. Hier wird gemessen, wie gut du dir Dinge merken kannst. Lass uns doch mal schauen, was genau dabei passiert. Die Testleiterin kann auf ihrem Bildschirm sehen, welche Antwort du gegeben hast und kann dort einstellen, welche Aufgabe du als nächstes bekommst. Wir müssen nun ganz leise sein. Bei uns gibt es viele unterschiedliche Aufgaben. Hier seht ihr eine Aufgabe, bei der ihr einen Fragebogen ausfüllen sollt. Manche Fragebögen kannst du auch mit nach Hause nehmen und dort ausfüllen. Es gibt aber auch andere Aufgaben, bei denen ihr zum Beispiel eine Figur richtig zusammensetzen müsst. Alle Aufgaben werden erst einmal erklärt und ihr könnt Fragen stellen, sodass du auch sicher alles verstehst. Jetzt habt ihr gesehen, was wir hier im IDEA-Zentrum so machen. Oft kommen wir aber auch zu euch in die Kita oder Schule. Vielleicht sehen wir uns da mal wieder. Tschüss! Tschüss.